Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Frau Eisenrath zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Hessische Hochschulpakt bringt eine neue Verlässlichkeit und eine Entwicklungsperspektive für unsere Hochschulen. Er ist der Startpunkt für eine strategische Weiterentwicklung von Forschung und Lehre. Mit der Erhöhung der Grundfinanzierung um jährlich 4% haben wir das Fundament für unsere Hochschulen neu gegossen. 11,5 statt rund 9 Milliarden bedeuten echte Gestaltungsmöglichkeiten. An dieser Stelle möchte ich auch zwei Antworten auf die Opposition geben. Die 4% Steigerung im Pakt mit den 5% Forderungen der Hochschulen zu vergleichen, hinkt etwas. Wir haben das Fundament nämlich verbreitert und steigern auch freiwillig unsere Kofinanzierung zum Zukunftsvertrag jährlich um 4%, während der Bund seinen Anteil nur einmalig gering erhöht. Herr Büger, 2,5% Tarifsteigerung mit 4% Steigerung des Paktes zu vergleichen, hinkt ebenfalls. Auch Sie wissen, dass Personalkosten nicht 100% der Kosten der Hochschulen ausmachen. 2,5 Milliarden Euro, das ist ein echter Aufwuchs im Hessischen Hochschulpakt, und der bringt echte Gestaltungsmöglichkeiten. Echte Fundamente bauen wir auch mit der Aufstockung von Heurika. Die Erweiterung bis 2031 bringt Planbarkeit für die Hochschulen. Der Hochschulpakt hat auch die Grundlage für den Strategiebefähigungsprozess für Forschung gelegt, den die Hochschulen angepackt haben und den wir nun für die Exzellenzstrategie ertüchtigen können. Ich wollte dazu eigentlich nicht mehr so viel sagen, weil das alles auch in den Pressemitteilungen des Ministeriums nachzulesen ist. Aber vielleicht macht das doch noch einmal Sinn. Die Hochschulen haben nach Abschluss des Hochschulpaktes ihre Forschungsstrategie neu aufgestellt. Diese wurden extern bewertet und evaluiert. Gleichzeitig, bzw. parallel, haben die Hochschulen aus ihren Forschungsprofilen mögliche Cluster für eine Exzellenzstrategie erarbeitet. Auch dieser Prozess wurde extern evaluiert und die Förderempfehlung an das Ministerium gegeben, 6 dieser Cluster für die Exzellenzinitiative zu ertüchtigen. Es gab hier eine klare Strategie, ein klares Ziel und natürlich auch eine Reflexion des letzten Prozesses in der Exzellenzstrategie. Wir sind jetzt mit diesen 6 Clustern gut für die nächste Runde aufgestellt. Auch Löwe wurde so überarbeitet, dass diese Forderung jetzt besser zu den Strategien der Hochschulen passt. Und wir haben zusätzlich für die Unterstützung in der Pandemie Hessen Horizon geschaffen, um mehr europäische Fördergelder nach Hessen zu holen. Und wir finanzieren das Pandemienetzwerk Hochschulmedizin. Die ersten Professuren des 300-Professuren-Programms zur Verbesserung der Betreuungsrelation sind eingerichtet. Wir haben den Digitalpakt abgeschlossen und sind mitten im Aufbau eines hessischen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz. Und wir gehen das Thema Nachhaltigkeit strategisch an. Werte Kolleginnen und Kollegen, diese großen Schritte nach vorne für Hessens Hochschulen, die können Sie nicht kleinreden. Denn die Unterstützung der Landesregierung kommt an den Hochschulen und kommt bei den Forscherinnen und Forschern in Hessen an. In der Pandemie schaut alles auf die Wissenschaft. Dass wir Forschung und Wissenschaft brauchen, um die Herausforderungen unserer Gesellschaft anzugehen, ist nicht mehr nur die Überzeugung von uns Wissenschaftspolitikern, sondern Gesellschaft und Politik in ihrer Breite begreifen diesen Satz immer mehr. Was Impfstoffforschung, Virologie und Epidemiologie im letzten Jahr geleistet haben, ist herausragend. Und im Übrigen, Herr Büger, ist es auch Third Mission. Und wir wissen, die zukünftigen Fragen an Ingenieurinnen und Klimaforscherinnen sind gleichermaßen herausfordernd. Als Wissenschaftspolitik haben wir deshalb aus meiner Sicht gemeinsam nun eine neue wichtige Aufgabe, die wir in Hessen auch annehmen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass Wissenschaft kein Problemlösungsinstrument für Politik und Wirtschaft wird, sondern dass Wissenschaft in ihrer Freiheit und Unabhängigkeit die Lösungen auf Antworten suchen kann. Dafür müssen wir die Grundlagenforschung in ihrer Breite fördern.
auch wenn wir noch nicht wissen, was dabei herauskommt. Wir brauchen Qualität in der Lehre, um kluge Köpfe zu bilden und Bildungsgerechtigkeit voranzubringen. Denn wir brauchen das Potenzial und die Perspektiven der ganzen Gesellschaft in ihrer Diversität. Wir müssen den politischen Fokus trotz thematischer Schwerpunktsetzung in erster Linie auf die Rahmenbedingungen für Wissenschaft legen. Kurz, wir brauchen Verlässlichkeit und Freiheit gleichermaßen. Wir stehen als Grüne mit unserem Koalitionspartner für diese verlässlichen Rahmenbedingungen, in denen autonome Hochschulen die ihnen übertragenen Verantwortungen wahrnehmen können. Und genau dieser Grundgedanke im Übrigen war auch mit einer Leitende im Strategieprozess, den ich eben erläutert habe. Die Hochschulen haben nämlich in Eigenregie ihre Stärken und Schwächen analysiert und die Forschungsfelder festgelegt. Die Auswahl der Cluster folgte wissenschaftsbasiert, nicht politisch orientiert. Und nun mit den hochschulpolitischen Zielen im Pakt und den Profilbudgets unterstützen wir als Land die Hochschulen, ihr Profil in der Forschung, aber auch in der Lehre auszubauen. Die Hochschulen haben gemeinsam Spitzenforschungscluster in Hessen herausgearbeitet. Auch sie leisten ihren Anteil, diese Forschungscluster zu ertüchtigen. Mit 40 Millionen Euro in den nächsten 6 Jahren werden wir diese Cluster fit machen für die Exzellenzstrategie. Der Prozess hat uns und den Hochschulen aber auch darüber hinaus Erkenntnisse gebracht, von denen ich 2 besonders herausstellen möchte. Die externe Begutachtung sehen Kooperation und Internationalisierung als Schlüssel für das hessische Forschungsprofil. Gerade weil die hessischen Hochschulen hier schon gut aufgestellt sind, können sie hier auch noch besser werden. Die bereits erwähnten 6 Cluster setzen stark auf Verbundsforschung und Interdisziplinarität. Das ist eine große Stärke der Cluster im Vergleich zum nationalen Wettbewerb. Auch die Weiterentwicklung der LOEWE-Förderrichtlinien knüpft an die Forschungsstrategien der Hochschulen an. Wir wollen Stärken stärken. Deshalb sind die überarbeiteten LOEWE-Förderrichtlinien festgehalten, dass bei der Auswahl der Projekte relevant ist, ob sie zur Strategie der Hochschule passen. LOEWE setzt dabei weiter auf wissenschaftsgeleitete Förderung und Wissenschaftsfreiheit, aber eben auch stärker auf strategische Steuerungsfähigkeit der Hochschulen. Hier gehen Freiheit und Strategie Hand in Hand. Mit LOEWE-Exploration tun wir etwas, das selten in der Wissenschaftsförderung ist und das genau zu der Aufgabe passt, die ich eingangs für die Wissenschaftspolitik skizziert habe. Wir fördern Projekte für radikal neue und riskante Forschungsideen, deren Ausgang ungewiss ist. Auch damit stärken wir die Freiheit von Wissenschaft. Das Programm, mit dem uns Forschung an die Weltspitze bringt, Herr Büger, ist eines, über das sich die FDP auch im letzten Plenum lustig gemacht hat. Sie haben darüber gesprochen, dass es Strategie und Ziele braucht. Das, was Sie benannt haben, war als einzige konkrete Idee, die ich gehört habe, Nobelpreise. Diese kann man nun mal nicht bestellen. Aber was wir tun mit den LOEWE-Spitzenprofessuren, ist es, Spitzenforscherinnen nach Hessen zu holen und in Hessen zu halten. Das ist uns nun jeweils mit einer LOEWE-Spitzenprofessur auch erfolgreich gelungen. Kollege von der FDP mag sich über die Zahl 2 wieder lustig machen, doch wer sich im Wissenschaftssystem auskennt, weiß, dass Humboldt-Professuren, Emmy-Noether-Gruppen oder Leibniz-Preisträgerinnen und DFG-Sonderforschungsbereiche nicht auf Bäumen wachsen. Wir haben mit der LOEWE-Spitzenprofessur und einer Förderung von bis zu 3 Millionen Euro pro Kopf nur das richtige Instrument, das sich die Hochschulen im Übrigen auch ausdrücklich gewünscht haben, um ausgezeichnete Forscherinnen für Hessen zu gewinnen. Damit können wir in Kombination tatsächlich Fördergrößen erreichen, die bisher nur an Elite-Universitäten im Ausland möglich waren. Man muss es so sagen, dieses Instrument ermöglicht echte internationale Spitzenforschung made in Hessen. Das führt uns zum Thema Internationalisierung. Wer an der Schwelle zu neuer Erkenntnis forschen will, muss international arbeiten und im Übrigen auch Englisch. Im besonderen Fokus steht für uns dabei die europäische Kooperation. Das European University Programm in Hessen mit den Allianzen UNITE und European University of Technology vertreten, ist Zukunft. Die European Universities sind ein nachhaltiger Ansatz für die europäische Integration und eine vernetzte Wissenschaft in Europa. Ich freue mich, dass die beiden Darmstädter Hochschulen sich auch engagieren, einbringen und die Zukunft der Wissenschaft in Europa mit aufbauen.
Heute ist Kern der europäischen Forschungskooperation Horizon Europe mit einem neuen Volumen von sage und schreibe 95,5 Milliarden Euro. Eingeworbene Mittel haben positive konjunkturelle Effekte, die wir gerade jetzt besonders gut gebrauchen können. Doch mitten in der Pandemie fehlt vielleicht auch die Zeit für einen aufwendigen EU-Antrag. Deshalb haben wir aus dem Sondervermögen das Programm Hessen Horizon aufgesetzt. Sehr flexibel und unbürokratisch können Forscherinnen hier Geld für Unterstützung im Antragsprozess beantragen. Beratung und Coachings, Übernahme von Übersetzungskosten, Seminare oder Konferenzen mit Kooperationspartnern. Die unbürokratische Unterstützung in der Krise wird angenommen. Ein toller Erfolg. Für den Forschungsstandort Hessen ebenfalls strategische Relevanz hat die angewandte Wissenschaft. Deshalb setzen wir auf die Förderung von Forschung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wie in keinem anderen Bundesland. Nach dem eigenständigen Promotionsrecht folgt in dieser Legislatur der Aufbau eines Programms zur Finanzierung des Mittelbaus. Auch hier ist unser Leitgedanke eine langfristige Verlässlichkeit für die Personalentwicklung an den HAWen. Damit unterstützen wir die HAW, ihre Stärken auszubauen für eine erfolgreiche anwendungsbezogene Forschung und regionale Wertschöpfung. Bei dem Blick auf Strategien darf die Nachhaltigkeit natürlich nicht fehlen. Im Hochschulpakt verpflichten sich die Hochschulen, Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln, die neben Hochschulbau und Ressourcenverwendung auch Lehre und Forschung in den Blick nehmen. Das geht zu Recht nur in Autonomie, denn die Freiheit von Lehre und Forschung ist zu wahren. Aber wir können die Hochschulen darin unterstützen. Und das tut das Land mit der Bereitstellung je einer Nachhaltigkeitsprofessur pro Hochschule. Die Fahrradprofessuren im Übrigen kommen vom Bund. Wir wollen uns ja nicht mit fremden Federn schmücken. Die 300 Professuren finanzieren wir zur Verbesserung der Betreuungsrelation. Auf Antrag unterstützen wir auch den Aufbau von Governance-Strukturen zur Umsetzung der Strategien. Und so sind die ersten Hochschulen bereits dabei, ihre Nachhaltigkeitsbüros einzurichten oder personell auszubauen. Ich freue mich riesig über das große Engagement, mit dem die Hochschulen sich dem Thema widmen. Vorreiterin ist die Frankfurt University of Applied Science, die als erste ihre neue Strategie nach dem Hessischen Hochschulpakt bereits verabschiedet hat. Sie verankert Nachhaltigkeit in der Lehre und hat Maßnahmen in allen Sektoren konkretisiert. Sie schafft vier statt nur einer vom Land finanzierten Nachhaltigkeitsprofessuren, eine für jeden Fachbereich. Es ist wirklich inspirierend, mit welchem Engagement Frau Professor Klärle und ihr Team das Thema angehen. Die Hochschulen sind mit ihren Hunderten von Gebäuden ein wichtiger Teil des CO2-Budgets des Landes. Deshalb ist es eine gute Nachricht, dass sie vorangehen, um das Ziel einer CO2-neutralen Landesregierung bis 2030 zu erreichen. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen, die Landesregierung gemeinsam mit den Hochschulen verfolgt klare Strategien, um das Forschungsland Hessen voranzubringen. Und ich habe es hier immer gesagt und möchte es auch heute ganz besonders tun. Wir wissen, dass diese Leistung den hessischen Wissenschaftlerinnen zu verdanken ist. Ihre Expertise, ihren Mut, ihre Kreativität. Dafür sage ich auch heute im Namen meiner Fraktion herzlichen Dank. Doch Forschung kann nicht erfolgreich sein ohne gute Lehre. Die Einheit von Forschung und Lehre ist das zentrale Element des Humboldtschen Bildungsideals. Durch stark steigende Studierendenzahlen ist es zu der Situation gekommen, dass die Mittel pro Kopf aus dem Hochschulpakt pro Studierende gesunken sind. Gemeinsam haben wir in der Koalition mit der Verabschiedung des Hochschulpaktes, des Koalitionsvertrags entschieden, dass wir dieses Problem im neuen Pakt lösen wollen. Dass mehr Personal in der Lehre zur Verfügung steht, dass Personal in den Studiensekretariaten dauerhaft beschäftigt werden kann, dass Professuren nicht mehr unbesetzt belassen werden müssen, um sich finanzielle Spielräume zu schaffen. Mit dem Korridor, innerhalb dessen die Studierendenzahlen von bis zu 7% schwanken können, gibt es diese neue Verlässlichkeit für die Hochschulen. Als nächstes ist es die Aufgabe der Hochschulen, diese Verlässlichkeit auch mit überarbeiteten Mittelverteilungsmodellen in die Fachbereiche weiterzugeben. Ich weiß, das ist keine einfache Debatte innerhalb der Hochschule. Aber nur so kommt am Ende die Planungssicherheit auch dort an, wo sie ankommen muss, bei den Forscherinnen und Studierenden und Mitarbeiterinnen.
Gerade für Bereiche wie die Studienberatung und Projekte für die Qualität in der Lehre, die so wichtig sind für den Studienerfolg und die Bildungsdurchlässigkeit, ist diese Planungssicherheit ein großer Gewinn. Gerade für diese Bereiche ist auch die Steigerung von 4% im Pakt und damit real mehr Mittel für die Hochschulen essentiell, damit Raum für Programme ist, die eine immer diverser werdenden Studierendenschaft in ihren spezifischen Belangen auch unterstützen kann. Wir sind beim Thema Chancengerechtigkeit, Frau Sommer. Die Diversität der Studierenden zu fördern und ihnen spezifische Angebote zu machen, hierin unterstützen wir die Hochschulen selbstverständlich. Die Ministerin hat es gesagt, die Mittel für Qualität von Studium und Lehre. Und das sind die Programme, aus der eben diese Maßnahmen finanziert werden, die Sie zu Recht auch angemerkt haben, steigern wir von 2 auf 25 Millionen € im Jahr. Deshalb kann ich Ihre Kritik, wir würden uns dem Thema nicht annehmen, nicht nachvollziehen. Zur Qualität in der Lehre gibt es darüber hinaus eine Kommission der Vizepräsidentinnen und Präsidenten mit externen Expertinnen, die das Thema kontinuierlich berät und die Umsetzung des Paktes begleitet. Im Digitalpakt gibt es im Übrigen das konkrete Ziel, einen gemeinsamen Qualitätsrahmen für digitale Lehre zu erarbeiten, um die Qualität in der Lehre auch mit der Digitalisierung sicherzustellen. Doch so viele Zettel. Digitalpakt Lehre. Ein weiterer Baustein ist eben der Digitalpakt Lehre, den wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben und der genau zur richtigen Zeit kam. Die Hochschulen hatten mit DIGL und eigenen Programmen bereits eine gute Grundlage, um in der Pandemie schnell zu reagieren. Die Digitalsemester haben aber auch neue Möglichkeiten aufgezeigt. Deshalb war es vorausschauend, dass wir im Digitalpakt nicht nur Mittel bereitstellen, sondern auch eine Struktur etabliert haben, in der sich die Hochschulen gemeinsam strategisch in der Digitalisierung weiterentwickeln können und voneinander profitieren. Der besondere Augenmerk des Paktes liegt auf der Betreuungsrelation. Weil wir eben nicht zufrieden sind, sehr geehrte Damen und Herren. Deshalb haben wir genau dieses Ziel im Pakt vereinbart, dass wir bis Ende der Paktlaufzeit vom Ende der Tabelle ins Mittelfeld kommen. Und um dieses auch erfolgreich erreichen zu können, haben wir Maßnahmen vorgesehen, nämlich parallel zum Hochschulpakt 300 neue Professuren einzurichten. Und die ersten 60 Stellen wurden im Haushalt 21 auch bereits eingerichtet. Die letzten Minuten meiner Rede möchte ich mich noch einmal intensiver mit zwei Bausteinen der Rahmenbedingungen für gute Wissenschaft beschäftigen, Drittmittelquote und Arbeitsbedingungen. Das Verhältnis von Grundfinanzierung zu Drittmittelforschung haben wir diskutiert. Und auch ich habe das im Ausschuss angesprochen, in den letzten beiden Ausschüssen. Eine solide Grundfinanzierung braucht es für Spitzenforschung. Deshalb müssen wir uns zu Recht der Frage stellen, was ein gutes Verhältnis ist. Bekanntermaßen kommen im Schnitt 90% der Drittmittel aus der öffentlichen Hand. Deshalb ist es auch erst einmal berechtigt zu fragen, warum gibt der Staat dann nicht mehr Mittel direkt in die Grundfinanzierung? Deshalb lassen Sie uns das Problem etwas genauer anschauen. Die höchste Drittmittelquote in Hessen hat die TU. Dort sind rund 5,4% der Drittmittel vom Land und rund 60% der Drittmittel vom Bund. Und hier liegt das Problem. Das Land Hessen stellt derzeit jährlich für die Hochschulen ein Sockelbudget von 1,4 Milliarden und demgegenüber 65 Millionen € wettbewerbsorientierte Forschungsförderung. Der Bund hingegen gibt im Jahr 1,9 Milliarden für die Grundfinanzierung deutschlandweit, aber für DFG, Projekt- und Ressortforschung über 5,3 Milliarden Euro. Es geht nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern wir müssen das Problem, wenn wir es lösen wollen, ehrlich benennen. Der Bund setzt den Schwerpunkt auf die Drittmittelfinanzierung, weil er sonst keine Steuerung in den Hochschulen hat. Wir brauchen einen anderen Diskurs über Autonomie von Hochschule, von Freiheit, von Autonomie von Hochschule und Freiheit von Wissenschaft im Bund. Und ich wiederhole mein Ceterum censeo, der Zukunftspakt Studium und Lehre muss jährlich dynamisiert werden. So wie wir das in Hessen auch machen. Der zweite Aspekt der Rahmenbedingungen sind die Verlässlichkeit der Arbeitsbedingungen an den Hochschulen. Sie wissen alle, ein großes Problem ist das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das wir hier in Hessen auch nicht lösen können.
In den letzten Jahren ging das Wissenschaftssystem deshalb in Deutschland in eine falsche Richtung. Die Befristungsquoten sind gestiegen. Unsicherheit und Kurzzeitarbeitsverträge verhindern Forschungsleistungen und machen es unendlich schwer, Betreuung für Abschlussarbeiten zu finden. Es ist Zeit für eine Trendwende in der Wissenschaft. Es gibt bereits drittmittelstarke Fachbereiche, die zeigen, dass Stellenpool-Lösungen unbefristete Beschäftigung trotz Drittmittel ermöglichen. Wir wollen in Hessen an der Spitze dieses umgekehrten Trends stehen. Und deshalb haben die Verhandlungen zum Kodex für gute Arbeit bereits begonnen, mit der wir dafür die Grundlagen legen wollen. Das wäre ein guter letzter Satz gewesen. Das Ergebnis wollen wir nicht vorwegnehmen, sondern wir werden die Verhandlungen abwarten und deshalb auch dem Antrag der SPD nicht zustimmen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Koalition aus CDU und Grünen mit der grünen Wissenschaftsministerin Angela Dorn investieren in und stärken den Wissenschaftsstandort Hessen. Verlässlich und erfolgreich. Vielen Dank. Danke, Frau Eisenhardt, auch dass Sie meinen Hinweis ernst genommen haben. Bevor ich jetzt dem fraktionslosen Abgeordneten Kahn für 2 Minuten das Wort gebe, weise ich Sie alle noch einmal darauf hin, dass seit 17 Uhr bis 20 Uhr nochmals unten im Foyer die Möglichkeit zum Testen besteht. Herr Kahn, Sie haben für 2 Minuten das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist richtig und gut, dass unsere Hochschulen gestärkt werden und mit finanziellen Mitteln ausgestattet werden, so wie es das Ministerium hier vorsieht. Wohltuend auch, dass offenbar die Erkenntnis gereift ist, gute Bildung darf auch etwas kosten, und der Zeitpunkt ist richtig gewählt. Denn gerade die Corona-Krise hat uns auf vielen Ebenen gezeigt, dass wir uns großen Herausforderungen auch und gerade besonders an den Hochschulen stellen müssen, wollen wir den Anschluss nicht verlieren. Unsere Hochschulen müssen deshalb Orte von Exzellenzen bleiben. Das hat die Ministerin ausdrücklich und gut betont. Die Förderung unserer Hochschulen verfolgt neben Forschung und Lehre weitere Zielsetzungen. Die Ausbildung an Hochschulen dient jungen Menschen als Ausgangspunkt für wissenschaftliches Denken und Arbeiten und gleichzeitig der Allgemeinheit, indem wissenschaftlich Ausgebildete für Leistung und Fortschritt in vielen Bereichen des menschlichen Daseins sorgen. Alles Wichtige wurde bereits vorgetragen. Vielleicht noch eines. Frau Staatsministerin Dorn sprach vom metaphorischen Segelboot. Aber mag das Boot noch so gut ausgestattet sein, ohne einen gescheiten Skipper geht nichts. Und eine Mannschaft, die nicht hört, was der Rudergänger sagt, taugt auch nichts. Segler wissen, hart am Wind zu segeln heißt, trotz Gegenwind Höhe zu gewinnen, auch wenn man mit halbem Wind, liebe Frau Dr. Sommer, am schnellsten vorankommt. Hier macht es die Kunst, also dicht geholter Segel. Macht man etwas falsch, gibt es eine Abdrift und das Ziel wird aus den Augen verloren. Um dennoch sein Ziel zu erreichen, meine Damen und Herren, muss man deshalb mehrfach kreuzen, den Kurs halten und darf vor starker Krängung und Gicht, das bei jeder Welle über den Bug auf die Besatzung trifft, keine Angst haben. Bekanntlich ist man auf hoher See in Gottes Hand. Wie gut, dass wir uns an Land befinden. Dennoch, um beim Segeln zu bleiben, abschließend ein Wunsch, den Nicht-Segler vielleicht missverstehen könnten. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kahn. Mast und Schotbruch für die Landesregierung und immer unter dem Kiel eine Handbreit Wasser. Vielen Dank. Danke, Herr Kahn. Wir sind am Ende der Debatte anbelangt. Die Regierungserklärung der Hessischen Ministerin für Wissenschaft und Kunst ist abgehalten und besprochen worden. Den mit aufgerufenen Antrag der Fraktion der SPD überweisen wir in den WKA. Genauso machen wir das.